Folge der Zähne mit Alice McMiss Returns Part 30. Wir müssen dort drüben gar nichts machen. Ich weiß gar nicht, warum sie die Funktion da überhaupt eingesetzt haben, weil sie ist total sinnlos. Oder es kommt vielleicht noch, aber wir müssen einfach nur hier rüber. 1, 2, 3. Bam. So, dann komme ich auch ohne Probleme hier hin. So, unser Ziel ist mich wahrscheinlich eher da drüber zu kommen. Ja, das hier wahrscheinlich einfach nur irgendeine Spielerei ist, die total sinnlos ist. Damit sich andere drüber ärgern. Wie mich. So. Erstmal will ich hier rüber. Nein! Ich bin so ein Held. Aber nicht sonst wohin, ey. Ganz ehrlich. Okay, und 1, 2. Weiß gar nicht, warum man mich da drüben spawnt. Das ist total sinnlos. 1, 2. Okay, wir müssen darüber. Ich will nur mal gucken, ob hier noch was ist, aber es sieht nicht. Doch, da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Super, dann war das doch direkt mal mit. Und zwar müssen wir das jetzt aktivieren. Könnte etwas nervig werden. Oder kriege ich das auch von dort aus hin? Schon mal. Hallo, könntest du bitte. Noch nicht. Ich würde da gerne hoch. Jetzt, ey, wie soll man da jetzt bitte hochkommen? Das ist ja wohl. Oh, ich mach mal kurz einen Cut, damit es hier. Dass ich halt so nervig für andere wird. Bis gleich. Okay, ich habe gerade nach dem Video geschaut und ja, gut. Es ist eine Mechanik, die ich total vergessen habe in dem Spiel. So, so geht das. So, kann man jetzt mal bitte hier. Die goldene Regel für alles lautet Balance, Alice. Zwischen Licht und Dunkel, zwischen Krankheit und Gesundheit oder sogar zwischen falsch und richtig. Ja, könnte sein. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Natürlich ist es hinter uns zugegangen. Oh nein, was kommt jetzt? Ziehe den Bauern über das Schachbrett. Der gegnerische Bauer spiegelt deine Bewegung. Okay. Löse das Schachpuzzle, indem du beide Bauern zeitgleich an ihr Ziel bringst. Türme werden sich den Bauern in den Weg stellen. Beide die Löffel, sie vernichten die Bauern. Schachpuzzle müssen innerhalb des angezeigten Zuglimits gelöst werden. Okay. Starten. Okay.
So weit, so simpel. Hä? Ja? Ach, müssen wir das... Ah, okay. Verstehe. Gut. Natürlich jetzt gegenüberliegende. Ergibt Sinn. Oh Gott. In dem Fall geht's ja nicht anders. Erfolg. Oh, das kann auch richtig kompliziert irgendwann werden. Na, mal schauen. Das erste, was wir hören, ist eine Schweinsschnauze, die hier irgendwo sein wird. Da. Hi. Das hat jetzt aber nicht wirklich die Tür geöffnet, ja. Egal. Oh ja, ein paar Zähne haben wir immerhin wieder zusammen. Ja, ein bisschen fehlt noch. Ein verschlossenes Zimmer ist wie ein Käfig. Nicht viel mehr als ein Gefängnis. Ich verachte jede Art von Verbergen. Okay, das Vieh scheint jedenfalls nicht... Oh, es sieht aber sehr danach aus. Yep. Ich habe mich übrigens nur auf Laufen gedrückt und nicht in irgendeine Richtung oder so. Hi. Halte nach der Königin Ausschau, aber bedenke, sie hat auch ein Auge auf dich. Ja, toll. Ja. Bin im falschen Jahrhundert geboren, Alice. Stell dir vor, ich als Madame Defarge, eifrig strickend, während verdienstvolle Häupter von der Guillotine rollen. Ah, das waren noch Zeiten. Ja, was er hiermit zu tun hat, I don't know. Ah. Hat man den auch entdeckt? Gehen wir erstmal weiter. Achso, hier. Natürlich. Ist ja nichts übersehen. Also eigentlich kann man hier sehr wenig übersehen. Ich. Ich höre doch eine Schweinsschnauze. Was hier durch? Das liegt hier hinter. So ungefähr hier so. Aber hier ist nichts. Ah, vielleicht komme ich da noch hin. Panzerte Kettenwache. Kartenwache. Okay, da muss er einen Angriff machen. Ja, komm, mach deinen Angriff. Na?
Okay, der ist ja wirklich sehr einfach zu erobern. Okay, ich muss erst die hier treffen. Das geht ja zum Glück. Machen wir erstmal den Angriff. Okay. So. Okay. Moment. Irgendwo hier muss eine Schweinsschnauze sein. Ich guck nur, ob es hier noch irgendwo anders hingeht, aber ja, das ist alles zu. Okay. Das Gefühl sind mehrere. Wahrscheinlich hier so hinter. Ich höre nur noch überall Schweinschnauzen. Das ist total übertrieben. Ein guter Gast bleibt nicht zu lange. Ein guter Gast bleibt zu Hause. Okay. Wie du meinst. Aber ihn mal rein. Willst du mich verarschen? Ah, ein Versteck. Super. Und? Andächtiger Gottesdienst, schöne Musik, geschlossene Särge. Obwohl es hieß, dass deine Schwester durchaus noch vorzeigbar war. Die Flammen haben sie nicht erreicht. Okay, ich muss da rüber. Es sollte... theoretisch gehen, super. Okay, und viel weiter muss ich jetzt hier auch nichts machen. Oder doch? Ich muss es wirklich nochmal aktivieren. Das ist aber echt bescheuert. Oh, cool. Muss ich den ganzen Scheiß nicht nochmal machen. Ich jetzt erstmal hin. Oh, ich kann wieder was machen. Dann nehmen wir doch die Pfeffermühle. Die benutzen wir doch relativ oft. Ja, Steckenpferd auch, aber das können wir ja zum Schluss machen.
Und eigentlich kann man mit der Bewaffnung gut klar, so stark wie sie gerade ist. Ich mach mal hier. Lauf doch. Okay. Was? Die spielen jetzt also auch noch besser. Alter. Falsche Bewaffnung. Na, komm, mach. Oh, es kippt die Käse. Zeig dich, zeig dich. So, gut, dass er weiter war. Auch das lief auch ziemlich gut. Oh, dieses ständige Gepfiss und dieses Grollen immer so dazwischen, das... Ah, das hat so einen guten Effekt, muss man einfach sagen. Ah, super. Die jetzt nicht erledigt, hätten wir das hier sowieso nicht öffnen können. Cool, dann kommen wir jetzt darüber. Und ich muss aber dazu sagen, auch wenn ich dieses Geflüster und dieses Grollen so atmosphärisch gut finde, ich höre dadurch halt die Schweinsschnauzen nicht mehr so richtig. War der Meinung, welche noch gehört zu haben, aber ich denke, wahrscheinlich wird der Einzelne wirklich nur der eine dort gewesen sein, also der dort am Herzen war. Ja. Schauen wir mal. Für die königlichen Wachen dieses Reiches sind wir allesamt kommende Opfer. Ach, hier war... Okay. Oder gibt es hier noch irgendwie was anderes? Sieht irgendwas nicht so aus. Nun, nun hast du aber nicht zurück! Okay, ja, darauf habe ich gewartet. So, ja, die alle legen. Ich
warm. Oh, komm schon. Mach dein Ding. Tja, selber schuld, wenn er hier seinen eigenen Leute erledigt. Ja, das habe ich ja schon. Das Ding draufpacken. Geh mal kurz hier rüber. So, und dann erstmal einen kurzen Cut wieder mal. So, und dann schauen wir mal. Ach, da oben. Okay, ich muss erstmal wieder die richtige Bewaffnung nehmen. Und das haben wir auch nur noch sehr, sehr selten. Am Anfang haben wir das einigermaßen gehabt, aber jetzt. Okay, jetzt können wir auch hier ohne Probleme rüber. Schau nur noch mal wegen irgendwelchen Geheimnissen, aber sieht eigentlich nicht so aus. Okay, das wird definitiv ein Trampolin. Aber so ist schon eins. Okay, ich dachte, ich muss sowieso hier weiter, aber wir müssen so lang. Okay, schauen wir mal. Was ist das für eine Zunge? Oder ist das ein Mund? I don't know. Ich will es gar nicht so genau wissen. Kann man nichts machen. Ich schau nochmal auf. Oh Gott. Ob es hier irgendwie Hinweise gibt. Wo? Da ist definitiv weit. Ah, da oben. Ah, das können wir noch machen. Okay, dann würde ich sagen, finden wir beim nächsten Mal raus, was hier diese Plattform so macht. Ja. Dies war's von der 30. Folge von Alice Metal Returns. Eine Folge mache ich auf jeden Fall noch. Ja, zeitlich sollte das gut klappen. Gut. Ja, wie gesagt, das war's von der 30. Folge von Alice Metal Returns. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Euer Dark selber. Bis dann.